Altvater Elias sprach: Ich sah einen Mann, der unter dem Arm einen Kürbis trug, der Wein enthielt. Um die Dämonen zu beschämen, dass es ein Trugbild sei, sprach ich zu dem Bruder: Tu mir den Gefallen und hebe das da auf. Und als er seinen Mantel aufhob, da fand sich, dass er nichts hatte. Das habe ich euch gesagt, damit ihr, wenn ihr auch mit Augen seht und es hört, es nicht annehmt. Umso mehr seid auf der Hut vor Grübeleien, Begierden und Gedanken, weil die Dämonen sie euch eingeben, um eure Seelen zu beflecken. Und damit ihr denkt, was euch nicht förderlich ist, und damit sie den Sinn ablenken von seinen Sünden und von Gott. Ich weiß, liebe Schwestern und Brüder, sobald man eine solche Geschichte liest oder hört, sind wir schnell dabei, das abzuurteilen und sagen, ach ja, wir leben doch heute in einer ganz anderen Zeit, wir sind aufgeklärt, all dieser, das mag damals ja ein interessantes Erklärungsmodell der Welt gewesen sein, auch ein Verständnis des geistlichen Lebens, aber damit haben wir heute nichts zu tun. Dann müssen wir allerdings auch große Teile des Evangeliums verabschieden. Das muss uns immer bewusst sein. Es geht nicht um Erklärungsmodelle, liebe Schwestern und Brüder. Es geht um Wirklichkeiten. Und wir können uns, da wir gerade gestern Mitfasten hatten, im Tagesgebet der Messe heute klingt es an, dass wir sozusagen in der zweiten Hälfte, der zweiten Etappe bis Ostern, die nun vor uns liegt, noch wachsamer sind. Auf was und wen wir hören, welchen Eingebungen wir denn da folgen. Wenn wir uns von Dämonen verabschieden, liebe Schwestern und Brüder, und sagen, so etwas ist ein bisschen verrückt, ja, das gehört vielleicht noch in die ersten christlichen Jahrhunderte, aber seit der Aufklärung haben wir uns sozusagen, durchschauen wir die Wirklichkeit. Das ist großartig für die Dämonen. Etwas Besseres kann ihnen nicht passieren, denn sie haben freies Feld. Sie können tun und lassen, was sie wollen, und das können wir beobachten. Wir können es bis in die Kirche hinein beobachten. Der große Antonius in der Wüste verließ ein einziges Mal seine Einsiedelei, um die Dämonen auf einer Synode zu bannen, um dem Bischof, dem einzig Rechtgläubigen damals, Athanasius, inmitten einer Bischofsversammlung beizustehen, weil sie, der Rest waren alles Arianer, waren alle irrgläubig. Nur ein einziger, Athanasius, den man dann in die Verbannung geschickt hat, der bekam die Unterstützung von Antonius, weil er es durchschaut hat. Der Rest der sogenannten Heiligen Versammlung nicht. Wie sehr mahnt uns ein solcher Vorgang zu einer großen Vorsicht, genauso wie es hier der Altvater Elias demonstriert hat, zugunsten eines anderen Bruders. Ein Problem besteht darin, dass wir nicht mehr lernen, diesen Kampf überhaupt aufzunehmen, uns dieser Auseinandersetzung zu stellen. Wir haben andere Erklärungsmodelle. Meistens sind sie bis tief in die Kirche hinein rein psychologisch. Und das heißt, jeder und jede ist mit seinem und mit ihrem Problem allein. Vollkommen allein. Und das heißt, es gibt auch keine Hilfe, es sei denn, man geht zum Therapeuten. Und manche verbringen doch ein halbes Leben oder ein ganzes. Das mag für die Therapeuten, die ihren Sinn und ihre Berechtigung haben, mag das auch aus finanziellen Gründen gut sein, müssen auch von was leben. Aber ob es den Punkt trifft, dass diejenigen, die dorthin gehen, eine Lösung für ihr Problem erhalten, das wage ich zu bezweifeln. Je länger, je mehr. Wir haben gar nicht mehr gelernt, diese Auseinandersetzung zu führen, diesen Kampf aufzunehmen, zu durchschauen, was uns an Einflüsterungen begegnet, auf welche Irrwege wir ganz sachte, ganz sanft, die Dämonen sind in der Regel nicht plump. Wir kennen das vom ersten Fastensonntag. Der Teufel arbeitet mit Bibelzitaten rauf und runter. Deshalb ist das noch nicht alles richtig und fromm, wo Bibelzitate draufstehen. Davon sind die Bücherregale voll, wenn man in eine Buchhandlung geht. Das heißt aber noch nicht, dass ich den rechten Weg darin finde. Wir müssen lernen,
die List, wie es in einer Präfation heißt in der Fastenzeit, die List des Versuchers zu durchschauen. Und das sind sehr subtile Formen. Und dann uns dieser Auseinandersetzung zu stellen. Dafür gibt es Mittel und Wege. Gebet, Fasten. Jesus sagt das selber einmal. Als die Jünger vollkommen hilflos vor einem Dämon stehen, mit dem sie nichts tun können. Die Apophthegmata Patrum, die Aussprüche der Väter, sind voll von solchen Geschichten. Dass es nur die erfahrenen Väter können, die gelernt haben, ein Leben lang sich diesem Kampf zu stellen. Und Jesus sagt den Jüngern, diese Art von Dämon ist nur zu besiegen durch Fasten und Gebet. Wenn wir sozusagen hierzulande kaum noch Fastenregeln haben, wenn wir zu allem Möglichen eingeladen werden, nur nicht zum Gebet, wie soll eine Auseinandersetzung aussehen? Wie soll eine Lösung aussehen? Wie soll eine Befreiung aussehen? Wenn ich die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das wird heute sehr schnell propagiert, das Reich Gottes. Aber die Bedingung dafür ist, dass zuerst die Dämonen weg sind. Schöne Worte, das gilt auch für Prediger, kann man relativ leicht machen. Man kann Menschen damit beeindrucken. Das ist ähnlich wie dämonische Schmeicheleien, wenn sie in den Ohren gefallen. Oder wenn sie unseren Lüsten und unseren Begierden so ach entgegenkommen. Aber sich der Auseinandersetzung zu stellen und im Namen Jesu zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Das, liebe Schwestern und Brüder, steht noch aus. Das liegt vor uns. Jeden Tag, manchmal mehrmals am Tag. Hören wir das Wort des Evangeliums so, dass wir nicht unter das Verdikt des Propheten Jeremia fallen. Das ist das Volk, das sich nicht erziehen lässt. Dafür könnte man viele, viele Bestätigungen finden heute. Aber es ist nie zu spät. Wir können heute noch einen Anfang machen.